Hey Leute, Harry ist wieder am Start. Und heute werde ich mir mal an eine Jumbo-Pizza ranwagen. Und zwar diese hier. Die nennt sich Frühlingserwachen von Kolle Pizza. Die werde ich mir mal reinpfeffern. Auf Salami TVs Kanal, da habe ich ja schon zweimal versucht, eine Jumbo-Pizza komplett aufzuspeisen, aber hat irgendwie nicht geklappt. Ich weiß auch nicht. Und jetzt versuche ich das nochmal, mein drittes Mal, und ich schaffe das. Basti, schöne Grüße. Ich schaffe das heute, damit du mir nicht immer auf der Arbeit aufziehen tust. Aufziehen tust. Damit du mir immer ärgerst, damit ich die nicht schaffe. Also, ich warte jetzt. Bestellung ist schon raus und wir sehen uns nachher, wenn ich diese Köstlichkeit in die Hand halte. Also, bis gleich. Sie ist endlich da. Die ist entweder. Guckt euch dieses an. Oh. Und die werde ich heute schaffen. Und hier schnippen. So, was habe ich denn hier noch? Ein schöner Knoblauchdip. Den werde ich mir ohnehin da verheffen, wenn ich es aufkriege. So. So. Schöne Grüße an den Laurenz. Er hat sich mal gewünscht, damit ich mal grüße. So. Und wie schaffe ich das Gerät jetzt? Ich habe da mal eine Idee. Moment, da muss ich hingucken. Der erste Abs ist nur für euch. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie heißt die nochmal? Moment, ich hab's gleich. Frühlingserwachen. Diese Pizza heißt Frühlingserwachen. Gönnt euch die. Mega geil. Abgefahren. Oh, bisschen Dip. Schön mit Hühnchen. Roten Zwiebeln, Jalapenos oder wie die Dinger heißen. Ist heute mein Cheat Day. Ich habe auch sonst immer hier Pepsi drucken, habe ich auch umgestellt. Jetzt habe ich hier so ein Pro Aqua, wenn man lesen kann. Da ist aber auch ein bisschen Zucker drin. Hat zwar nicht so viel Kalorien, schmeckt aber, hätte ich nicht gedacht. Ja. Und weil ich letzte Woche halt kein Video hochgeladen habe, habe ich mir gedacht, machst du diese Woche zwei. Ja. Roschi geil. Mit dem Dip. Und da habe ich mir zwei Sachen überlegt. Ihr könnt euch entscheiden, was ich machen werde, zubereiten werde. Entweder ein Baguette oder einen selbstgemachten Döner. Und ich habe hier so ein kleines Buch. Und hier steht es denn. Kann man nicht lesen. Ja, verkehrt ja rum, oder? Schade eigentlich. Dieses Baguette mit Pommes oder selbstgemachten Döner. Ihr könnt entscheiden. Oh, ist die krass. Göttlich.
Und du gibst als Nachtisch. Falls ich die Pizza schaffe. Chicken Nuggets. Und wie geht's euch so? Wartet ihr auch schon sehnlichst auf den Frühling? Auf den Frühling? Ja, wo langsam mal Zeit, damit es ein bisschen wärmer wird. Ob man draußen spielen kann. Oh, der Dip dazu. Schöner Knoblauch-Dip. Ja, aber Dips neu, seit ich nicht. Ich bin seit, also das ist jetzt schon die dritte Woche, wo ich Diät mache. Habe momentan 9 Kilo schon runter. Ich weiß nicht, ob man mich jetzt schon ein bisschen ansieht. Vielleicht macht der 1 Kilo die Haare aus, die ich verloren habe. Man weiß es nicht. Oh, ein schöner Schluck. So. Die ist geil. Die ist lecker. Ist schon gefühlt 2 Monate her. Wo sind 2 Monate her, wo ich letztes Mal Pizza gegessen habe? Auf Salami TV aus Kanal. Wenn ihr da noch nicht drauf seid, guckt ihn euch mal an. Wie gesagt, ich habe ja schon 2 Mal versucht, Jumbo-Pizza auch zu essen, aber habe ich irgendwie nie geschafft, keine Ahnung. Weiß der Geier warum. Und heute bin ich wild entschlossen. Puh. Die haut ganz schön drin. Durch das an. Ich hoffe, ich schaffe die. Die wirkt schon. Die sättigt schon. So. Und habt ihr auch einen Garten, wo ihr jetzt ein bisschen aktiv seid? Erst ein paar Blumenpflanzen, Pflanzen. Bisschen Ablenkung von Alltag. Mal ein bisschen wegkommen von der Arbeit. Mal ein bisschen entspannen. Oh.
Puh, scharf. Aber kein Milch hier, Mensch. Der Dip, da rutscht alles besser. Aber ich musste das schaffen. Und das sättigt schon. Oh. Oh. Wenn ich die geschafft habe, mache ich nie wieder. Was war denn das? Sau. Sag mal. Oh, erst die Schärfe. Jetzt der Magen. Oh, ja. Was habe ich mir dabei gedacht? Puh. Oh. Puh. Der Kauen fällt mir sehr schwer. Ich brauche noch einen Schluck. Oh, mir kommen schon die Tränen. Mm-hmm.
Ich bin heute ehrgeizig, ich muss das schaffen. Auf jeden Fall. Morgen gibt es bloß noch Salat. Auf jeden Fall. Oh. Der letzte Bissen. Puh. Oh, ich hab's geschafft. Ich bin der König. Moment, ich habe da was vorbereitet. Der Jumbo-König. Oh. Ich brauche jetzt ein Verdauungsschläfchen von 24 Stunden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt einen Daumen nach oben. Nach oben, wenn ihr zufrieden seid. Abonniert den Kanal, wenn ihr so liebenswürdig seid. Und wir sehen uns. Wir sehen uns im nächsten Video. Also, ciao.